Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Silberfeld Games. Moin, ich bin der Flo, wir sind zurück beim LS19 auf der Ravenport. Das müsste jetzt Folge, ich weiß nicht, 33 glaube ich sein. Eine Schnapszahl. Wir sind am Rapsverkaufen mit unserem wunderschönen neuen Deutz. Ich habe den Raps dort im Getreidesilo gebunkert, weil ich den steigenden Rapspreis abgewartet habe. Und zwar ist er jetzt aufgehört zu steigen. Er hat angefangen bei, ich glaube, weiß nicht, irgendwas um die 900, wenn ich richtig informiert bin. Auf jeden Fall ist er jetzt bei 1278. Was ist denn hier los? Und den wollte ich halt abwarten, deswegen haben wir es erstmal zwischengelagert. Nach wie vor ist immer noch, die Silage auch am Steigen. Die werden wir dann gleich auch verkaufen. Nee, jetzt hat sie auch aufgehört. 355, okay. Dann werde ich erstmal schnell kurz mal stoppen. Die Zeit wieder runternehmen. Bevor der Preis wieder fällt. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen vorgespult. Wir sind hier noch auf einer kleinen Erntemission unterwegs. Feld 12 mit einem John Deere Drescher quasi ein Auftrag. Und unser Fan, der. Warum kann ich das schon wieder nicht verkaufen? Unser Fan, der macht gerade Unkraut platt. Ich hasse diesen Trigger hier wie die Pest. Ey, kannst du glauben? Das ist echt das Letzte. Dieser Verkaufstrigger hier, der ist so minimal klein und auch so mittig gesetzt, dass man hier echt ganz, ganz schlecht was verkaufen kann. Getreidespeicherzentrum, das ist wirklich zum Kotzen. Du musst dann hier so reinfahren und dann so oft schon passiert, dass ich hier quasi ja hängen geblieben bin. Ja, er verkauft es nicht. Es wird mir nicht angezeigt, dass ich hier verkaufen kann. Er ist doch zum Kotzen. Jetzt, meine Fresse. Deswegen hasse ich es hier hinzufahren, ohne Scheiß. Geht gut mit einem Hänger, der nach hinten abkippen kann. Ja, das ist richtig, aber habe ich halt jetzt nicht, ne? So, Preis ist auf jeden Fall gut für einen Raps. Wie gesagt, 1278 pro Tonne. 13.000 und jetzt nochmal den für hinten. Ja, da geht es natürlich jetzt nicht. Ist klar. Wow, komm schon, ey. Komm schon. Hallo. Okay. Ich war auf noch rechts gestellt. So, müssten ja nochmal 13.000 sein. Rein theoretisch. Wunderbar, 13.752. Das heißt, wir sind wieder im Plus. Wir werden jetzt leicht mal ins Minus gerutscht, zwecks der Helferkosten. Ein bisschen komisch klingt der Deutsch schon. Als wäre er voll am Limit mit den zwei kleinen HW80s hier. Wahrscheinlich dann doch an der PS-Zahl unter 300, aber wir wollen nicht rummeckern. So, jetzt Helfer wird einen fast vollen Korntank. Müssen wir mal kurz gucken. Aber der fährt gerade so rum. Müssen wir warten, bis er voll ist. Du bist fertig, kannst schon mal einklappen. Mit dir fahren wir jetzt weiter. Den Rest holen müssten jetzt nochmal, glaube ich, 6.000 so drin sein im Speicher. Mal gucken, ob der Preis jetzt wieder fällt oder ob der aktuell dann stabil bleibt. Silage, wie gesagt, das war vorher bei 200 und sind jetzt bei 355. Also das ist schon ja, 150 mehr pro Tonne. Das lohnt sich. Oder pro 1.000 Liter quasi. Raps bleibt gleich. Raps allgemein gerade hoch. Bei Hafer auch extrem hoch ist, ne? 1153. Heiliges bisschen, ey. Wir haben jetzt gerade Sojabohnen auf unserem Feld. Danach werden wir dann wieder Hafer wahrscheinlich machen, dass die Pferde wieder mal was Frisches kriegen. So, 4000 Liter noch, okay. 5000 knapp. Die verkaufen wir jetzt noch schnell. Und dann geht's zurück auf den Hof. Wir müssen mal noch schnell gucken, wie weit der jetzt ist. Der hat noch nicht gewendet, ey. Mein Gott. Dann müssen wir gleich erstmal abtanken, sonst ist er nämlich voll. Das wird ja so nix, nicht?
So. Aber Hangouts bestimmt auch gleich gut voll, denke ich. Ja, das war's. Muss man den auch gleich noch abfahren? Eieiei, so viel zu tun hier. Nee, nee. Fahren wir den gleich weg. Der muss auch nur ins Getreidespeicherzentrum, aber hier ist halt, wie gesagt, das Gute, dass, dass der nach hinten kippen kann. Yo, yo, yo. Wenn man mit dem Johnny unterwegs fahre ich auch selten, ne? Bin ich ja nicht so. Oh, nein! Ach, gut. Beim Helfer fällt es die Fruchtzerstörung aus, müsst ihr wissen. Oh. So, wir fahren mal hier über die Wiese. Das ist einfach nur der kürzeste Weg, weil der Traktor fährt hier nämlich nur 40. Also mit vollem Hänger natürlich nur ein bisschen weniger. Seht ihr, er kommt ganz schwer auf Touren. Und da wollen wir doch mal irgendwann ankommen. Ja, Helfer hat schon wieder einen fast vollen Korntank. Hihihi. Auch nicht schlecht. Da dürfte auch wieder ein bisschen Saatgut übrig bleiben. Das wäre Weizen. Hier ist auch Feld 8 Baumwolle. Habe ich schon überlegt, ob ich es annehme. Aber gibt nicht so viel. Also ich hatte da mal mehr für Baumwolle. Ich hatte da mal Feld 11. Was ist das? Wartet, lass mich mal kurz gucken. Ich hatte mal Feld 11 gemacht. Da habe ich 35.000 gekriegt. Minus 4.000 Mietkosten plus Helferkosten war ich bei fast 30.000 Gewinnen oder so. Oder ja, vielleicht 28.000. Und hier würde ich nur 25.000 kriegen. Dann noch minus Mietkosten und Helferkosten. Das scheint mir nicht so rentabel zu sein. Obwohl Feld 8 das größte Feld ist. Wobei es mich schon reizen würde, mal wieder Baumwolle zu ernten. Also die Maschinen sind halt mega krass, ne? So. Der kippt schon mal ab. Dann können wir mal mit weiterfahren hier. Ach, ist das ein schöner Traktor, ne? ...73% wurden an Feld 12 transportiert. Sehr schön. ...73%. So, wir müssen aber weiter. Oh, immer dieses Motor ausgemache, ey. So, Helfer D ist nämlich voll. Den müssen wir gleich wieder abtanken. Dass der Drescher weiter steht. Übrigens, wenn der Drescher voll dasteht, so wie jetzt quasi, müsste mal auf mein Geld gucken, nimmt trotzdem Lohnkosten weg, obwohl der nichts macht, ne? Aber er ist halt ja quasi aktiv, der Helfer. Ne? Also das ist dann auch, wenn man sich so denkt, oh, Helfer ist voll, lass ich mal kurz stehen und mache noch dies und das. Nee, das ist nicht lukrativ. Also es ist zwar ganz, ganz wenig, was jetzt hier runtergeht, ja. Ihr seht es oben rechts. Aber immerhin, ich habe keinen anderen Helfer aktiv. Nur diesen Drescher, der quasi gerade steht. Oh yeah. So, so. Werden wir jetzt sparen auf unseren Drescher, würde ich sagen. Und ich werde aber vorher noch jetzt dann gleich bald vielleicht einen Striegel kaufen. Den günstigen für 8 Euro, den 9 Meter, glaube ich, ist der. Den werde ich mir noch vorher investieren, die 18.000. Und wie gesagt, danach gibt es dann den neuen Drescher. Der kostet 202.000. Wir nehmen den von Masai Ferguson. Weil der einfach so ein Zwischending, wie gesagt, unserer ist jetzt 100.000 wert und der wäre dann 200.000 und der nächste größere wäre erst der John Deere. Quasi diesen hier, den wir jetzt hier in einer Mission haben und der kostet aber schon fast 300.000. Also ist schon ein gewaltiger Unterschied zwischen dem John Deere und dem Masai Ferguson, den ich eigentlich so nicht jetzt nachvollziehen kann, großartig. So. Okay, was macht der Deutz? Vielleicht mal Tempomat rein, dass ich euch das mal zeige. Also wir werden uns jetzt zum ersten den Striegel kaufen bald. Dieser hier. 9 Meter, genau. Für das Unkraut, damit wir da halt die Kosten einsparen und der nächste Drescher wird dann der Masai Ferguson. Wie gesagt, 202.000 hat eine Arbeitsbreite, glaube ich, von 7 Meter. Das Schneidwerk.
Oh, ich fahre hier gleich schon wieder querfeldein. Und der nächstgrößere Drescher, oh, sorry, wäre eben der hier. Nicht so rasant, mein Freund. Ach, jetzt geht's wieder nicht von der Seite, wette ich. Komm schon. Oh, es ist doch echt zum Brechen. Das fetzt doch so nicht. Na, immerhin. So, jetzt gucken wir uns mal den Unterschied an. Und zwar haben wir hier ja, 8600 Liter. Hier passen zwar 10.000 Liter rein. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. PS-Zahl sind hier 80 mehr. Ja, ist okay, aber wie gesagt, 100.000 Euro halt auch. Ne? Wir gucken mal die Schneidwerke an. Ich glaube, das ist der hier für den. Wartet mal. Der hier ist es, Marcel Ferguson. Der hat 7,6 Meter und der hier auch 7,6 Meter. Also von daher nimmt sich's nichts. Ne? Und dann werden wir vielleicht auch mal das Maisgewiss für den Marcel Ferguson kaufen. Ich glaube, das sind diese beiden hier. Oder es ist, nee, der ist für den New Holland, glaube ich. Also man könnte das hier einmal oder gleich das nächstgrößere, 67.000, dann irgendwann mal, dass wir auch mal dann Körnermais machen können, 9 Meter Arbeitsbreite. Das ist natürlich dann schon eine Hausnummer. So, und jetzt habe ich da gerade festgehangen, das habe ich gesagt. Ich hasse diesen, also echt, Getreidespeicherzentrum ist wirklich das Letzte, ey. Fahre ich nicht gerne hin. Das ist mal, lasst euch das gesagt sein. Das ist nicht korrekt. So, jetzt fahren wir erstmal zurück auf den Hof. Und dann werden wir da noch die Silage wegfahren. Natürlich mit dem Deutz Farmer, ne, wegen PS und so. Hat auch wieder die Standardhupe drin. So, wie spät haben wir es jetzt? 18 Uhr, knapp 19 Uhr gleich. Ja. Fällt es schon mal Unkraut weg, das müsste dann nochmal gedüngt werden vielleicht. Mal sehen, ob man noch eine Düngestufe vor. Also ich gehe jetzt nochmal so gegen 20 Uhr schlafen, habe ich mir vorgenommen, weil es dann halt auch dunkel wird und so. Und egal wie weit das Feld dann ist, ja, ist es halt so. Also damit muss ich dann quasi leben. Unkraut mache ich immer weg noch. Wenn es halt nicht gedüngt ist, dann ist es halt so. Aber ich habe keinen Bock hier permanent so durchs Dunkel zu fahren und so, das ist doof. Das macht keinen Spaß, nicht? Und so kommt man dann noch voran, wenn man die Nacht halt. Könnt auch die Nacht irgendwelche Aufträge machen und so weiter, aber ja, wir wollen auch vorankommen, die Pferde sollen reif werden und es ist ja nur dann legitim, dass auch der Bauer mal schlafen geht hier. So. Die stellen wir jetzt hier ab. Ich gucke, wo war der Ladewagen jetzt? Der stand noch neben dem Silo. Jetzt werden wir gleich mal noch eine Fuhre wegfahren, dass ihr mal seht, was wir kriegen jetzt für einen vollen Ladewagen mit Silage. Anderthalb sind noch drinne dann. Circa anderthalb, ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall sollte da ein kleines Sümpchen rumkommen. Wie gesagt, dafür, dass das Gras ja an sich von alleine wächst, nichts kostet, außer halt die Arbeit zum Abtanken. So, Unkraut ist runter vom Feld. Auf jeden Fall schon mal gut. Wir hatten jetzt noch keine Wachstumsstufe. Ich bin mal gespannt. Ich habe es jetzt quasi in der, ja, wie soll ich denn sagen, nicht ersten Wachstumsstufe gemacht, sondern direkt nach der Ansaat kam das Unkraut. Bin mal gespannt, ob es dann jetzt zum Schluss steht oder nicht. Das wäre natürlich extrem ärgerlich. Weil dann müsste man das wirklich immer in der ersten Pflanzenwachstumsstufe, weiß nicht, wie ich das erklären soll, machen. Komisch, kann man Unkraut eigentlich kaputt fahren? Nee, ne? Lustig. Ja, oh, der hat eine gute Handlage hier, Mensch. Ich hatte letztens, ich weiß gar nicht, habe ich geguckt, Nordrhein-TV Play bei Ansgar, glaube ich. Und kam davor eine Werbung von einem Ladewagen von Klaas und Neuer. Alter, das war schon eine coole Werbung. Also das ging auch 3 Minuten, habe ich auch geguckt dann. Das war aber war cool vorgestellt und auch was das Ding eigentlich so kann. Und das war schon nicht schlecht. 355, sogar ein bisschen gefallen, oder? Na, ist egal. 355 auf jeden Fall pro 1000 Liter. Das ist echt mega für Silage. Ja, 8000 Euro, ne? Einfach mal so, da haben wir locker die, sag mal, 1000, vielleicht 1500 Euro Helferkosten, was das abgeerntet hat, das Feld, ne? Und das bisschen Arbeit, das dürfen wir sowieso nicht zählen, aber ey, what the fuck für Gras, was einfach bloß ein paar Stunden lag. Das war's schon wieder für die Folge.
Ja, ich habe dich gehört, danke. Für, wie gesagt, Gras, das einfach nur ein paar Stunden in unserem Silo lag, ja. Und dann habe ich, wie gesagt, noch gewartet, bis der Preis stieg. Da war. Fand ich nicht schlecht, wie gesagt, kann man machen. Und wir verkaufen jetzt noch den Rest und ernten das Feld noch weiter ab und dann wird es Zeit fürs Bettchen. Und dann sage ich einfach Dank fürs Zusehen, Leute. Lasst mir ein Like da. Wir hören uns morgen wieder beim LS19. Ich bin der Flo, ich bin raus.